Eso sale para todos. Hey, yo. Hey, yo, no, hey, yo. The sun shine for all. Tu voz golpe al oído como un abracadabra devuelve a la palabra su último sentido. Was macht denn dir Lust? Was magst du denn sehen? Fragt der Tote, der einmal mein Freund war. Ich antworte, Wendy. Wendy? Wer ist denn Wendy? Ja, wer ist denn Wendy? Die Wendy aus dem Comic. Die hat dicke, blonde Haare mit Wellen und Pferde. Wenn ich jetzt also zurückdenke, dann mag ich Wendy im Bild haben. Da soll Wendy kommen. Die Wendy soll nach Mexiko gekommen sein und sie soll für uns laufen. Stellen wir uns Wendy vor, dann stellen wir uns einmal eine kleine Wendy vor. Es war einmal eine kleine Wendy, die stand, bevor sie saß und lief, bevor sie ging. Stellen wir uns vor, ihre eiligen kleinen Schritte durch die weißen Kästchen des Comics ihres Lebens. Bis eines Tages, da saß ein Mann an einem Zaun gelehnt. Sie erkannte ihn sofort, erkannte ohne Hinweise, erkannte ohne Pfeile, ohne Schilder, ohne Schrift und Wort, öffnete sich eine Geschichte, die jemand geworfen hat, ohne Ziel. Und sie trifft Wendy in die Stirn. Au! Ein Augapfel fällt heraus. Eine Schlange hebt ihn vor Wendys kleinen Mund und sagt, iss dich, du bist angekommen. Der Mann hieß Theo. Da hatte Wendy einen Weg. Wenn sie morgens aus dem Haus lief, dann lief sie erst zu Theo und dann auf die Weide hinter Theos Haus. Das Kind war nicht fernzuhalten von einem Tier. Das Tier hieß Pferd. My Mules is not a horse, and I'm in no horse race. My Mules is not a horse, and I'm in no horse race. My Mules is a horse, and I am in a horse race. Aufsetzte, Hufe beschlug, Essen kochte, Bücher öffnete, wurde
wurde zu einer Bewegung, die Wendy verstehen konnte. Eine Bewegung, die ihr noch fehlte, um das Pferd schneller werden zu lassen, ihren Körper leichter, die Widerstände verschwindend, um als gerader Pfeil durch die Luft zu fliegen. Sie verstand die Musik, die in den Hufen angelegt war, aus Theos zur Seite geneigtem Kopf. Sie verstand die Musik, die die Hufe des Tieres wollten, heraus aus einem schrägen Ton seiner Kehle. Sie hörte den Gang des Pferdes aus dem Schielen seiner Augen und dem Winkel seiner abstehenden Haare. Theo sagte: Mais. Mango. Maravilla. Mexiko. Mexiko? Du gehst nach Mexiko, weil du ein Pferderennen zu gewinnen hast. 3002 Mal das Gesicht von Frida Kahlo, 514 Mal das Gesicht von Dildo Rivera, 180 Poloshirts, 111 Sonnenbrände, 3000 Geldbörsen, 200 Strohhüte, 4 Taschendiebe, 4 Pferdekutschen, 78 kleine Mädchen in bonbonfarbenen Tüllröcken, 53 kleine Plastikdiademe, 14 Mariachis, 33 am Boden kniende Frauen, die 212 bunt bestickte Stoffe ausbreiten, 5 Trommeln, eine Sonne, die brennt, eine schwarze Wolke, die schiebt, 200 Maiskolben, ein kleiner offener Pavillon, 2 Kojoten, ein Tisch, Coca, Mezcal, Mezcalina, Mota, un ajo, un ajito, eine Wendy und der Umstieg in die Unterwelt, ein Vogel, auf dessen Rücken ein Hase reitet, Priester und König, Zwillinge, Zentauren, Eroberer, Totenkopf und Totenkopf. Ein offenes Buch, es lebe die Revolution, Schlangen, die vom Himmel herabsteigen, Olympische Spiele und Glados, der Wort des Redens. Es ist mehr Lebendes als totes Fleisch am Markt. Es ist mehr Mensch als Fisch am Markt. Wendy, wo bist du? Wir schauen nach. Wendy ist zurück in Mexiko, wo sie ihr erstes Rennen gewonnen hat. Es ist satt. Es hängt eine Wurzel aus dem Taxi, eine zweite, und Wendy saugt die Nase, die Ohren, der Mund. Die Augen öffnen sich, sind Stecker und werden angeschlossen.
Es ist dunkel. Es ist hier 12 Stunden dunkel. Niemand kann das verschlafen. Das Leuchten neonfarbener Unterwäsche, in die Hüfte gestützte Arme, nackte Oberschenkel, gereckte Brustkörbe, gebückte Schatten, Kisten, Formen, verschwinden. Hast du ein Zuhause? Das Taxi fährt durch die Straße, in der links die Matratzen aufgelegt liegen. Auf den Matratzen liegen die Menschen auf. Es regnet drauf auf sie. Es regnet die Körper hinein in die Matratzen. Aufgedeckte Spielkarten in diesem Dunkel. Herz, Bube, Pik, Damm. Es hat die ganze Königsfamilie auf einem solchen Feld Platz. Ein Mann steigt heulend ins Taxi ein und zwängt sich zu dir auf den Beifahrersitz. Heute ist ein Baby gestorben. Es war ein Ninja. Heute ist mein Ninja gestorben. Kleiner, kalter Körper. Das ist Schuld? Es culpa de la mujer. Schuld von der Frau. Dios. ¿Dónde está Dios? Und Gott? Wo ist der Gott? Voy a poner hasta la madre. Und ich werde mir einen Mann saufen. Aber vorher. Antes voy a romper el cuello. Vorher werde ich der Frau den Hals umdrehen. Der Mann steigt aus. Kann Wendy das große Rennen von Mexiko ein zweites Mal gewinnen? There is a chicken in my heart and it bleeds and it bleeds.
Wendy sitzt in der Metro vor einer runden, dunkelhäutigen Frau, die schläft in Arbeitshosen. Auf ihrer Brust im Druck des T-Shirts zwei blonde, magere Mädchen, die wach sind. Wir sehen die Gesichter zerfallen, wir sehen, wie sich die Schädel bemalen. Hier ein Schlenker, da ein Kringel und Blüten, die in Knochenhüllen rotieren, die einmal Augen bargen. Wendy, wo ist das Gold? Hast du? Das Klingeln, das Klingeln, das Klingeln der Kasse. Wendy, wo ist das Gold? Hast du? Wendy sieht am Ende des Ganges, eines glitzernden Ganges, den Kadaver eines Pferdes. Ein Pferdeskelett auf Marmorboden. Wenn ich nur gewusst hätte, wie viel Arbeit ein Pferd machen kann. Wendy, wo ist das Gold? Hast du? Es klingelt, es klingelt, es klingelt die Kasse. Alles, was dein Körper verliert, wird ihm vierfach wieder zugefügt, angekarrt, aufgeklebt werden. Versprochen, alles, was da Ding ist, kann ganz deines sein. Gib dich nur hin jetzt, sei nur ganz still jetzt und lass dich berührt sein von einem Mund mit Reißzahn, der dir sagt, du bist schön, ich lieb dich so, schmeckst du aber gut, Wahnsinn. Das Klingeln und für sowas bist du hübsch empfänglich in Zeiten, in denen die Schönheit der Einzelnen lang keinen Namen mehr hat und kein Haus. Sie wird durch die Gasse getreten und verlacht. Ein großer Finger aus Gummi zeigt auf sie und stößt sie zu Tode. Da liegt sie da in ihrer Lache Blut. Für einen Moment können wir sie sehen. Und wir verlieben uns in diese Farbe. Rot. Dann kommt die Straßenmeisterei und sie schrubbt, schrubbt. Wir vermissen was. Wir sind verloren. Wir wollen dieses Rot. Mein Rot, wohin bist du gegangen? Da laufen Kinder. Es laufen Kinder. Die Kinder haben ein Recht auf Leben. Auf Fürsorge. Aufgepasst. Auf Gesundheit. Wer aufpasst, auf Liebe. Zählt und auf bis 43. Die Kinder haben ein Recht auf Wer aufpasst, die Kinder sollen lernen können, auf sich und andere Kinder aufzupassen. Der fliegt als Beutel und zu helfen, wo sie können. Innsbruck. Die Kinder haben Achtung. Ein Recht darauf, ihre Einer Rechte frisst zu verteidigen. Hier seine Kinder. Achtung, einer frisst ganz ungeschoren. Für einen, der aufsteht, gibt's eine, die nicht schlafen geht. Euer Land bringt euch an seine Grenzen. Herr Präsident, Sie sind ein Aussichtsloch. Adieu. Wendy im Licht eines Bildschirms, im angeschlagenen Spiegel, der ihr Gesicht ist, lesen wir, Theo ist tot. Ein blonder Deutscher sagt, das Schlechte an Mexiko ist, dass die Frauen nicht rasiert sind. Und? Am besten gehst du. Geh in der Mitte der Straße. Den Rucksack schnallst du dir vorne über den Bauch. Darüber kreuzt du deine Arme und kreuzt die Hände. So gehst du am besten. So bist du sicher. So bist du bestimmt nicht ausgeraubt. Ich sage dem Todfreund nach, etwas wird verfallen, wird zerstäuben. Aber du wirst dich einschreiben unter anderen Namen in andere Häuser. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sie
Sie werden nicht wissen, wie sie heißen, warum ihnen die Haare beginnen, zu Berge zu stehen. Ich trauere mit ihr all ihrer bürgerlichen Rechtsverlust. Und lebt für eine Weile wie eine ausgestoßen. Sie darf keinen Garten bebauen. Sie nicht hoffentlich zeigen, dass dort in die Straße nicht vertreten. Sie ist leicht wie ein wildes Tier im Hochengrab oder im Gebüsch umher und muss sich im Dickicht verstecken. Wenn sie jemanden heranhängen tut, jeder Satz der Friedigen läuft gegen den Sinn der Trauer. Sie würde den Sohn des Geistes auflodern lassen. Wendy, du heißt, Haare lang sind deine, blond und Pferd, du hast ein gutes, bist Mädchen, ein Du. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is not a horse, and I am in no horse race. My muse is a horn, I am I a horse. My muse is a horn, and I am in a race. My muse is a horse, and I am in a horse race. My muse is a horse, and I am in a horse race. My muse is a horse, and I am in a horse race. My muse is a horse, and I am a horse race. My muse is a horse, and I am a horse race. My muse is a horse, and I am a horse race. Wendy, dir bleibt ein Ort, an dem du fahren kannst. Dir bleibt ein kleines, verhasstes Dorf im Nirgendwo. In diesem Dorf wohnt vielleicht noch Ray, die einmal die größte aller Reiterinnen war. Fahr an den Friedhof der Träume, Arschbacke der Welt. Du kommst an in diesem Dorf, nachts, im Schlamm, im stärksten, wärmsten Regen, endlos Vorhangwasser. In der völligen Entleerung kommst du an, stehst du da in deinem Ganzkörperplastik, Plastik allüber, stehst im Dorf, das du noch nie leiden konntest. Und es ist ganz schön zerstört. Und du gehst an den Strand, menschenfeindlichster Strand aller Strände. Und selbst der ist ganz schön zerstört. Ola? Wendy findet ihre alte Freundin Ray wieder. Ray lebt noch. Obwohl sie die Allerälteste ist, die Spindeldürre mit dem Ewigzopf, die langgewalzte Baumfrau in der Herrenbadehose. Und bevor Wendy irgendetwas erzählt, sagt sie mit dem Didgeridoo, das ihre Stimme ist. We are not bodies, we are souls. And we are infinite, and there is no such thing as death. Was macht denn dir Lust? Was magst du denn sehen? Fragt der Tote, der einmal mein Freund war. Ray sagt, I am always lucky when I cannot. Und die Fliege sagt, der beste Freund des Menschen ist sein Kopf. Zzzz.
Wendy öffnet die Augen. Wohin seid ihr? Wohin seid ihr? Die Trauer ist verschwunden. Vor ihr steht der Müllkäufer und gibt dir 5 Pesos für alle alten Dosen und den kaputten Mixer. Was willst du sehen? Klettert auf die heilige Klippe. Da liegt sie und der Regen fällt auf sie. Sie streckt die Handballen nach oben und die Gesichter der Toten fallen herunter auf sie mit ihrem Lächeln. Wendy kann hier die Wangen der Toten anfassen. Die Wangen, die größer sind als die Wangen der Lebenden. Die Liebenden. Da ist sie, tut, als ob sie uns nicht bemerken würde. Dabei spitzt sie die Ohren. Du drehst dich weg von mir. Sie dreht sich weg von mir. Und lässt ihren Kopf in den Sand sinken, wo ihn die Wellen umspülen, anheben, aufrichten, nach rechts, nach links drehen, den Mund öffnen, einen Fisch hineinlegen. Wendy zu uns zurückdrehen. Wendy sieht uns an und sie sagt uns, was ihr hier hört, sind die Spiegelungen der Wellen in den Wellen meines Kopfes im Sand. Was ihr hier vor euch seht, sind die Spiegelungen der Wellen in den Wellen im Sand meines Kopfes. Was ihr hier vor euch habt, sind die Köpfe der Wellen in den Wellen im Sand meiner Spiegelungen. Was ihr hier hört, sind die Spiegelungen der Wellen in den Wellen meines Kopfes im Sand. Was ihr hier vor euch seht, sind die Spiegelungen der Wellen in den Wellen im Sand meines Kopfes. Was ihr hier vor euch habt, sind die Köpfe der Wellen in den Wellen im Sand meiner Spiegelungen. Was ihr hier hört, sind die Spiegelungen der Wellen in den Wellen meines Kopfes im Sand.
el principio. Der Anfang. Wendy sagt, wir hören auf, dieses Wort zu finden und fallen in unsere eigene Dunkelheit zurück. Im Vertrauen darauf, es blinkt aus dem Hintergrund, der wir geworden sind, ein Notlicht, das die Menschen uns versorgen lässt mit dem Nötigsten an Zuwendung, das ein Leben braucht. Und ein Notlicht, das blinkt als Bereitschaftssignal, in Notsituationen ansprechbar zu sein für die anderen. Thank you.
an dessen denkt auch die Zollbeamtin über Pferde nach. Es gibt jetzt Sightseeing. Wir haben Unabhängigkeitstag, 200 Jahre in Mexiko. Im Dorf haben sie ein riesen Kruzifix aufgestellt. Lang und wackelig und krumm und droben hängen Spielsachen und Plastikzeug. Droben hängt alles Plastik in Plastik gewickelte und das versuchen die Halbstarken des Dorfes zu erklimmen. Im Mondlicht. Dreckig von oben bis unten, weil sie immer wieder abrutschen, hinein in den Schlamm. Sie versuchen sich gegenseitig zu halten, reißen sich dabei aber einfach nur die Hosen runter. Hoch bauen die Alten eine morsche Leiter aus ihrem Rückgrat. Wenn sie bricht, stürzen alle. Drum stehen kleine Mädchen mit geknoteten Schleifen überall. Die Musik bleibt dauernd stecken. Die Männer bilden einen Kreis, die Arme umeinander gelegt. Zwei von ihnen kommen hoch auf die Schultern der anderen und bleiben dort, umarmt, schwankend umarmt. Ein neuer kommt und schafft es in die dritte Reihe, hebt sich über alle anderen, klettert und klettert und für jeden Zentimeter nach oben rutscht er einen ab auf dem Fett des Stammes. Das ist Unendlichkeit. El Santo Grial, El Santo Gracial. Er geht auf und an seine Stelle kommt das dünne Mädchen mit dem großen Maul und auf ihre Schultern ein 13-Jähriger, der weiter will und auf ihren Kopf tritt, auf den Kopf, auf den Kopf. Und wie kann der Nacken des Mädchens was aushalten? Aber der Kleine kommt weiter, zieht einen Beutel mit Sand und Staub aus seiner Hose und schleudert den Dreck hoch. Alle entsetzt, die Menschentraube, ohne Möglichkeit zu atmen. Der Junge reibt den Stamm ein, findet Halt und er schafft es! Schafft es an die Spitze des Kruzifix, schafft es ans Plastik und wirft die Pakete nach unten. Weil sie es kann, weil ein Ton kommt. Nicht, weil sie glaubt, ein guter Ton kommt, sondern weil etwas aus dem Körper kommt, weil er noch etwas aus sich herausarbeiten kann, den Ton. Sie stellt sich hinter Wendy und flüstert ihr ins Ohr, Tengo mucha creatividad para la maldad. Und sie singt ihr Lied, singt es für uns und Wendy. Es geht so. Hören Sie zu, Sie kleine Touristin. Ich brauche dich nicht. Hier bei mir kann man kein Haus bauen. Nicht die
Zuckerstangen. Hier bei mir kann man kein Zelt aufstellen. Die du mir in den Rücken rammst. Handeln Sie nicht mit mir. Für meine aufrechte Haltung. Bleiben Sie in den markierten Bereichen. Die Zuckerstangen. Verhalten Sie sich ruhig. Für die du dich krumm arbeitest. Wo eine ist wie sie, da kommen andere. Ich brauche sie nicht. Von meinen Attraktionen kein Blitzlicht. Nicht deine Hand nachts. Keine Berichte, keine Mehrzweckkleidung. Wenn die Monster kommen, nachts, wenn die Monster keine kommen. Keine Opfer, kein Trinkgeld. Brauche ich meine zwei Hände. Keine Kerzen, keine Münzen. Und brauche sie frei. Fassen Sie nicht zu, berühren Sie nicht. Frei, um auszuholen und anständig zuzuschlagen. Three types of time. A time when nothing can be done. A time when some things can be done. And a time when everything can be done. Was willst du sehen? Niemand fragt nach keinem Pferd. Es gibt kein Rennen. Es wird nicht gerannt. Nur ab und an das Megafon des Supermarkts. Tonya! Ya no quedan plátanos. Es gibt immer Schüsse und es gibt Personen. Und aufstehen und sich widersetzen ist oft ermüdender, als einfach stehen zu bleiben. Da musst du dir einen Punkt pflanzen, an dem du dich kennst und an dem du zurückkommen kannst.
faltet die Hände und wünscht: Die Toten sollen zurückkommen mit ihren kleinen Notwendigkeiten. Und sie sollen tun, als wäre nichts gewesen. Sie heißen Wendy, ihre Haare sind lang und blond. Sie haben ein Pferd, sie sind ein gutes Mädchen. Sie haben eine Kruste angelegt, die zieht ihnen keiner mehr ab. Super random, super random me. Was willst du sehen? 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 Und der Tote labert, labert, labert,
kein Wasser da. Wo ist das Wasser? Es verschwand in der Städte, wir folgen ihm. Und was wir finden, wir finden jetzt auch Körpersaft toll. Wir trinken das jetzt auch lieber. Körper haben wir ja genug. Öffnet die Körper und nehmt ein Bad in ihnen. Blut auf die untoten Toten mit ihren Zähnen, die sie in unseren Herzen hängen. Schlagt sie an, schlagt sie ab, 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 schlagt sie ab. Überall Öl im Wasser, sterbende Wale, sterbende Fische, irreparable Schäden an Meer und Erde. An einem Rohr klammert die Curandera, schreit, Wendy! Die Freunde sind tot und die Geister der Welt, sie sagen dir, mir und der Curandera, was willst du? Was willst du sehen? Normalerweise hört man auf die Bedeutung und überhört die Stimme.
Man hört die Stimme nicht richtig, weil sie von der Bedeutung überdeckt ist. Aber die Bedeutung ist gestorben und die Stimme des Gestorbenen, sie fragt mich, was willst du? Was willst du sehen? Wendy? Wend? Wenn? Wer? Esta es la filosofía del proliporio. Ahora sí, auf dich nicht sich selbst identifizieren zu wollen. Räumen Sie sich und seinen Getrock. Heute wachen Sie mit ihm nicht auf, morgen noch viel weniger. Einmal sind da überall Blutspuren. Ist das der rote Faden? Ist er das? Wir folgen diesem kleinen roten Rinnsal nach draußen. Da steht ein Mann, der kein Geld will. Er ist der pausenloseste Sprecher der Welt. Er steht hinter einem Tisch mit allerlei Gemüse, Früchten, Samen, Kernen, Blumen. In der Hand hält er großformatige Fotografien von zerstörten Augen, verfaulten Zähnen, geschwollenen Zungen und immer wieder Augen, verletzte Augen, erkrankte Augen. Jede Frucht, jeder Kern gehört zu einem Bild und kann es heilen. Vor seinem Stand stehen vier sehr alte Damen. Sie sind beladen mit einem übergroßen Rexglas, in dem eine zähe goldene Flüssigkeit wappt. Vier Silhouetten in der Abendsonne und ein Leuchten, gebrochen im Rexglas. Die Silhouetten, sie winken uns zu sich. Wir erkennen sofort, wir erkennen ohne Hinweise, wir erkennen ohne Pfeile, ohne Schilder, ohne Schrift und Wort. Öffnet sich eine Geschichte, die jemand geworfen hat, ohne Ziel. Und sie trifft uns in die Stirn, ein Augapfel fällt heraus. Eine Schlange hebt ihn uns vor den Mund, sagt, iss dich, du bist angekommen. Wir sollen noch mal zur Hand gehen. Wir bekommen dieses Glas in die Hand gedrückt. Das ist das Heilmittel für Krebs. Da ist das Auto und wir sollen doch gleich mal mitkommen. Die vier kleinen Körper klettern flink in den Wagen. Sie kichern. Geruch, dieser betörende Geruch der vier kleinen Körper, Seife, Mais, eine Holzblume, ein dunkles Kraut. Eine Kleine flüstert in unser Ohr, no es un perfume, es mi anhelo de vivir. Das Gold im Rexglas wird hochgehalten, Pflanzen und Samen, das Licht bricht, kein Parfum, dein Begehren nach Leben und endlich werde ich nicht wissen, was morgen passiert. Oder? Im Schatten eines Baumes steht der Kadaver eines Pferdes. Es senkt den Kopf und beginnt das rote Rinnsal aufzulecken. Wir sehen das Pferd Fleisch bekommen. Wir sehen das Pferd wachsen. Und es singt. Thank you.
pedacito de patria que es la nuestra.